Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Legend of Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Mit Pro Hard. Okay, ja, wir haben das letzte Mal uns um diese Eisbrocken in dem Gebirge da oben gekümmert und arbeiten gerade weiter halt diese schönen Nebenquests ab, die ich hier in der Questlog drin habe. Und ich habe mir da etwas weiteres schon mal rausgesucht. Und zwar lautet diese Nebenaufgabe: Ein Bild vom Knochenpferd. Claire im Stall des Schneelandes möchte einmal ein Knochenpferdmonster sehen. Was könnte der beste Weg sein, um ihr eines zu zeigen? Das Knochenpferd erscheint in der nördlichen Tabanta-Ebene und östlich davon in dem Gebiet mit merkwürdigen Ruinen. So, wenn wir da jetzt auf die Karte schauen, wird uns einmal halt nur angezeigt, der Stall, wo wir die Aufgabe bekommen haben. Und hier oben aber Ruinen. Und wir erinnern uns, wir haben hier unten sehr ähnliche Ruinen gehabt. Und da würde ich sagen, da wird sich bestimmt so oder so etwas sehr Interessantes ergeben auf dem Weg dorthin. Und dann können wir auch noch Ausschau haben nach diesem Foto. Beziehungsweise nach einem knochigen Pferd, wo wir ein Foto machen müssen. Wenn sie möchte, das ja mal mit eigenen Augen sehen. Also halt, ja, Bilder. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen einmal darüber reisen. So, wir sind schon mal für das Wetter richtig ausgerüstet. Stall des Schneelandes. Tja, man läuft ja auch nicht bauchfrei als Typ in so einem Schneegebirge rum. Ich hätte natürlich gerne Pfeile von dir. Ja, die können wir auch gut gebrauchen, die Glutflügler. Wow. Ja, ja. Ups. Wenn man einmal den falschen Knopf drückt. Wow. Es gibt viele, die sagen immer, danke Nintendo, dass ihr es andersrum machen müsst. Fakt ist halt so, dass die ganzen anderen Hersteller im Nachhinein ja die Tasten anders gelegt haben. Nintendo war halt da zuerst. So. Ne, jetzt haben wir unser Pferd und dann reiten wir mal dahin. Hi. Willkommen in unseren Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren und mitnehmen? Einmal süß sauer zu mir. Nein. Nein. Zelda. Klar nehmen wir Zelda mit. Ja. Naja. Das ist das nette Pferd. Ach so. Ich hab doch dieses... Hab ich da nicht was aufgesammelt? Doch hier. Mysteriöses Zaumzeug. Artikelchen. Ja, es verbessert nämlich. Aber da ist jetzt keine Dame, die das erledigen kann. Hallo? Bremst doch mal. Schade. Normalerweise sind in dem Stellen ja immer diese. Ist mir egal. Kann man noch was anderes machen? Haben wir nirgendwo eine leckere Karotte oder sowas? Doch, guck mal hier. Nehmen wir in die Hand. Nom, 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 nom. So.
Und wir müssen uns dann hier lang bewegen. Ja. Mal gespannt, was da alles kommt, weil im Master-Modus wir vorstellen, dass dann in dem Gebirge irgendwas Großes sein kann. Oh, Silber, ne? Okay. Naja. Alter, ist das weitläufig. Und ich kann selber mich auch mal wieder hochheilen. Fällt mir da gerade so nebenbei auf. Ah, die kleinen Sachen da. Hitzeschutz, Upsala. Oh! Schon mal gleich was gefunden, hm? Hatte ich aber noch nicht? Nee. Okidoki. Dann schnurstracks mal dahin. Oh. Als hätte ich es nicht geahnt. Oh, das ist aber sogar ein silberner. Ach du Scheiße. Erstmal in diesen Schrein rein. Schagema-Schrein. Die Gema. Überall will sie mitspielen. Auf den flachen Witz. So, da ist eine Kiste, okay. Da oben ist auch eine Kiste. Wenn ich das Ding muss da hoch katapultiere. Na, reicht das schon? Nee. Natürlich nicht. Wie kannst du denn auch nur daran glauben, Mariko? Wie kannst du nur? Okay. Kann ich ja höchstens. Ich bin schon ein Vollhorst. Oh Mann. Das ist auch nur wieder typisch. Da spielt man mal ein paar Tage dieses Spiel nicht mehr und schon kommt sowas.
Das fliegt ja gleich wieder runter. Jetzt komme ich nicht mehr ran, okay. Okay. Nein! Ich glaube, ich nehme gleich nochmal die Folge auf oder so. Mann. So. Jetzt habe ich gedacht, ich muss irgendwie oben drüber. Naja. Lange Leitung. Sorry, Leute. Dafür kann man hier mal schneller raus. Heilige Scheiße. Es wird immer schneller. Meine Güte. Also. Weiter. Zum seltsamen Labyrinth. Und irgendwann mal jagen wir auch die ganzen Lynels irgendwann mal. Ups. Okay. Sind wir aber richtig? Scheint so. Oh, da ist auch einer. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Hä? Was ist das? Was greift mich hier an? Goldener ist halt, silberner, puh. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, Leute. Ihr wollt's bestimmt sehen. Okay. Bewegst du dich jetzt wieder? Okay. Weil jetzt wollte ich dann halt doch mal was ausprobieren. Was? Aufsteigen? Du Scheiße. Ach du. Okay. Oh Gott. Was haut denn der hier immer ab? Achso, da haut es mich sofort runter. Alter! Jetzt ist mein Schild halt auch verbraucht. Alter Schwede. Ja, war klar. Ich werde dich schützen.
Hey! Och nein! Hat mein Pferd umgenietet! Du Sackgesicht! Nicht Zelda! Noch ist das Pferd weg. Alter, man hat doch keine Chance gegen die mit so wenig. Ah, da ist das Labyrinth. Ach du Schande. Da kommt jetzt nicht lang, oder? Aber da schießt noch ein Pfeil nach mir. Alter. Oh ja, jetzt. Jetzt kommt noch gleich so ein Pfeil. Meine Güte. Ich hoffe echt, dass ich jetzt nicht Zelda hier komplett umgebracht habe. Ich glaube, bei normalen Pferden, die sind, glaube ich, echt am Arsch dann. Oh, und schaut mal, was da ist. Ha, wie geil. Ein Stahlfrostpferd, wie geil ist das denn? Ach, da auch. Also das Pferd leider weg, schade. Oder? Kann ich das reiten? Tatsache! Wie geil ist das denn? Guckt es euch mal an. Wie krass geil sieht das denn aus? Ne, warte mal, da reite ich doch einfach ins Labyrinth. Wenn das irgendwie gehen sollte. Nee. Da will ja nirgendwo mal runter, natürlich. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wir sehen aber sogar schon. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Prüfung auf der Klippe. Okay. Oh, beziehungsweise können wir noch mal ein schöneres Bild machen. Ja. So. Hier ist auch kein Auge oder sowas. Mal gucken, ob wir da so viel Glück haben wie beim letzten Mal beim Durchkommen. Okay, ah. Ja, sieht man auch nichts. Thank you.
höre auch doch irgendwie was. Okay. Ist es hier ein kleines Lager? Ach. Na. Nice. Auch gleich Edelsteinchen dabei. Oh. Und da vorne leuchtet was. Die haben alles liegen lassen. Hasenschild. Meteorstab, okay. Ich glaube, ich habe in dem Let's Play noch keine von den Waffen benutzt. Wie viele Waffen liegen denn hier rum? Ja, die... Na? Ups. Das war natürlich der nächste gleich. Bisschen unspektakulär, den hier so in die Ecke reinzudrängen, aber... Was sind da hier für dieses Labyrinth? Oh! Ist hier was? Nee. Hier ist was. Aber auch nicht wirklich. Ups, jetzt hat er einen Screenshot gespeichert. Wo sind wir denn gerade? Das sieht aus wie so ein Gesicht. Ah, das sieht hier wieder so aus, als würde hier in irgendeinen Gang oder sowas dann wahrscheinlich reinführen. Okay. Ja, ich glaube, man muss echt hier an die... an diese Spitze hier irgendwo hin.
Vielleicht doch mal an diesen Exalfos dahin. Okay. Warte mal. Ist der dann schon irgendwo dahinter los? Ah, nee, oh. Okay. Das eine Kiste. Oh, eine goldene, ach du Scheiße. Mushin Großschwert. In der Tasche ist kein Platz. Na, ja gut. Ein silberner und ein goldener. Ich reiz schon irgendwie, aber... Holla die Waldfee. Ah, das ist das Bananenkochobst. Komm, scheiß drauf. Spin that shit! Ach nee. Okay, der geht ja auch locker down, hey. Gut, ich hab dieses heftige Schwert. Und er hat keine Waffe. Ha! Ich habe jetzt für einen Mob dieses heftige Schwert, was ich gerade eingesammelt habe, schon verhauen. Bitte dazu, wie viel HP die haben. Und die zerbricht auch gleich. Dann nochmal hier ein. Ich noch irgendwas Kleines. Oh. Das hab ich jetzt nicht so erwartet. Ah ja. Willst du mich verarschen? Ja, das ist ja auch klar. Jetzt. Dafür richtig nice Sachen hier. Wieso? Ach, da hat er eine Waffe, aber der hat die nicht genutzt. Okay. Was? So stark. Also das Hasenschild brauche ich da nicht. Und hier das spezielle... Holy fucking shit. Jetzt muss ich ja trotzdem... Ja, schaut doch mal. Hab ich es mir doch schon richtig gedacht. Das hört sich doch sehr gut an. Das sieht sehr gut aus. Und da ist noch ein Bogen drin. Wollt ihr mich verarschen? Und da ist eine Treppe. Das heißt... Muss ich vielleicht oben irgendwo rein? Geht doch schneller. Hier war doch irgendwas offen. Ah, da sind auch so Elektroschleimdinger drin.
Ja, hier ist ein Durchgang. Okay. Und schaut mal. Da ist doch was. Ich weiß ja nicht, ob ich den gleich brauche oder so. Auch noch eine Kiste. Ja, ein Schild, komm, gibt es bestimmt irgendein Pillepalle-Schild? Klar. Das heißt aber. Ach, und auch wieder. Ach, hier ist die Treppe. Jackpot. Huhu. Kasatoki-Schrein. Und rein mit dir. Huh. Leute, Leute. Nice. Und jetzt haben wir die Barbarenhose, wo wir auch schon das Oberrüstungsteil hatten. Nice, nice, nice. Ja, und wieder raus. Puh, Junge. So, dann war es das für diese Folge. Wir haben jetzt ein weiteres Teil der Barbarenrüstung. Und ja, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Ariko.